Ein frisches Sky High, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 4 Multiplayer. Ja, heute mal wieder auf Operation Spint oder Locker, wie manche ja auch sagen. Und ja, wir stürzen uns einfach mal direkt ins Gefecht. Das ist so die Map, wo die meisten halt direkt am Anfang verrecken. Aber die Nades rein. Ja, ich bin hier nicht weg. Ich bin hier durch. Sollte man da was sehen? Nee, das ist nichts. Kommen die unten durch. Ne, guck mal, wer außen rum kommt. Oh, also das ist eine Flamme von uns. Gut, dann guck mal. Wir versuchen mal von der Seite uns ran zu sneaken. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hier ist deine Munition, Mann! Sag mal, da guckt der nur mit seinem kleinen hässlichen Lutschkopf raus, ne? Ist doch keine Granaten. Lol, dann kommen die dann genau dann rum, wenn ich gerade beschäftigt bin, ne? Mann, ey. Naja, egal. Wir machen die trotzdem platt. Gegen mich können die einfach nicht gewinnen. So, aber damit wir die auch richtig platt machen können, nehmen wir ein schönes dickes, so eine M249. Die passt da gut, oder? Was haben wir noch? Ein MG4. Ja, nehmen wir das MG4 und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay, jetzt spawnen wir schon hier hinten. Sag mal, wollen die mich verarschen? Ich glaube, die wollen mich echt verarschen. Wir sind schon bei A hinten. Ist jetzt unter unserer Kontrolle. Westlich deiner aktuellen Position ist feindlicher MG-Schütze. Ja, von wo denn? Da liegt der da. Wo liegt denn der? Alter, wie stehe ich denn? 0-3. Och Mann. Das ist mega schlecht. Okay, bleiben wir doch erstmal bei der ABS. Dann noch die O100 MK5. Na, dann nehmen wir die mal wieder. Das, wenn ich die das letzte Mal benutzt hatte, das ist schon eine Weile her. Mit Infrarot, das sieht man vielleicht. Okay, da hinten kommen welche. Einsatzziel Delta wurde erobert. Ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Zack, weg. Nicht mit mir, Junge, nicht mit mir. Schon gar nicht von unten. Ich glaube, die machen uns jetzt die Hölle heiß, habe ich so das Gefühl. Das ist irgendwie so, sobald du C verloren hast, ist das Game aus. Ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Wie hält das aus? Hm? War ich gerade einer? Nee. Ich hab mich wohl getäuscht.
geht auf einmal D. Und B haben wir auch gleich wieder. So, ich finde mal von hier hinten. Wahrscheinlich gehen wir da unten rum. So, gut. Wo sind die? Da hinten. Okay, das sind schon welche durch von uns. Gut. Ist gekillt? Nee. Oh, das ist richtig kacke. So, also es ist wieder hier so ein Häufchen Rundballer. Alle sitzen sie auf jeden Häufchen drauf, schießen in irgendeine Richtung. Und bloß gucken, dass sie nicht hinter uns kommen, weil dann haben wir verkackt. Oh, oh, da hinten stand der. Der hat auch noch oben mit MK5. Das war, glaube ich, sogar die Waffe, die ich als erstes in Battlefield 4 gespielt hatte. Müsste die, glaube ich, gewesen. Was haben wir da? Haben wir da auch so ein Infrarot? Nee, haben wir nicht. Das Infrarotvisier ist echt hilfreich. Zumindest in manchen Situationen. Haben wir auch keins. Da haben wir aber... Nee, Leute, da haben wir auch keins. Was für eine Waffe haben wir denn Infrarotvisier? Bei den Dicken, das weiß ich. Type 88, haben wir da was? Nee. Na gut, bleiben wir bei der M... U100 MK5. Allah Wakbar. Okay, nee, eigentlich darf man das ja nicht sagen, aber egal. Es ist ja nicht böse gemeint. Das ist dumm, ich muss hier von zwei Seiten irgendwie abdecken. Deswegen lass es versuchen. Alter Falter. Hochgeschossen. Funktioniert immer. Nice, wir haben gewonnen. Das ist gut. Das ist super gut. Es ist wunderschön, dass wir gewonnen haben. Und ja, wir gucken mal, was haben wir denn noch so gerissen? Nix, wir müssen wieder runter scrollen, um zu sehen. Oh, Ich habe mich zumindest auf 0 gerettet. Sie ist auf 1. 4-4. Dafür, dass ich am Anfang die ganze Zeit verreckt bin. War das recht gut. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.